Hallo liebe Deutschlernende, ich bin's Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute möchte ich mit dir über ständige Verbesserung reden. Ja? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns jeden Tag ein kleines bisschen verbessern. Und wenn wir uns jeden Tag ein kleines bisschen verbessern, dann werden wir innerhalb von ein paar Monaten oder in einem Jahr große Resultate erzielen. Und ich mache auch dieses Video jetzt, weil es Dezember ist und das Jahr nähert sich dem Ende. Und viele von euch werden sich vielleicht Vorsätze überlegen für das nächste Jahr. Ja, vielleicht denkst du jetzt schon nach über deine Vorsätze, die du machen willst? Und ich denke, es ist eine sehr gute Idee, sich Vorsätze zu machen und auch zu überlegen, wie war dieses Jahr? Und wie möchte ich das nächste Jahr gestalten? Ja? Wie war 2016 und wie möchte ich 2017 gestalten? Es ist, denke ich, eine gute Idee, einen Rückblick zu machen, ja, und dann in die Zukunft zu schauen, ja, was lief gut, was möchte ich verbessern und was sind meine großen Ziele für das nächste Jahr, ja. Dieses Jahr habe ich mir ein Buch gekauft, das kann ich sehr empfehlen, Living Your Best Year Ever von Darren Hardy. Ja, vielen Dank an Alberto Arrighini von Italiano Automatico. Er hat dieses Buch empfohlen in einem Video und deswegen habe ich es mir gekauft und das ist sehr, sehr praktisch, weil es ist praktisch ein Jahresplaner. Ja, damit kann man das ganze Jahr über planen. Ja. Hier Woche 17, 14, also hier kann man alles eintragen, was man so jede Woche macht und kann sich auch selber kontrollieren. Ja, man kann sicherstellen, dass man seine Ziele auch tatsächlich verfolgt. Ja, also das ist eine Empfehlung von mir und von Alberto, Living Your Best Year Ever von Darren Hardy. Und das hat mir sehr geholfen und ich werde nächstes Jahr ein ähnliches System machen oder ein System, was ich selber entwickelt habe, basierend auf diesem Buch. Das werde ich auch in der Akademie mit dir teilen. Da werde ich einen Kurs drüber machen, wie man am besten seine Ziele plant. Und ja, das sind so die Dinge, über die ich heute mit dir reden wollte. Ich denke, es ist sehr gut, jeden Tag, ich meine, man braucht gar nicht viel Zeit dafür, ja. Also nur so 5 Minuten jeden Tag zu überlegen, okay, habe ich meine Ziele erreicht oder nicht? Und ich denke, es ist wichtig, dass man auch Empathie mit sich selbst hat. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man selbst Empathie hat. Ja, dass man nicht sagt, oh, ich habe dieses Ziel nicht erreicht, verdammt, schlecht. Ja, naja, es passiert, dass man seine Ziele auch nicht erreicht. Und dann geht es darum, in die Zukunft zu schauen und sich zu überlegen, okay, wie kann ich das besser machen? Ja, das ist die Essenz der ständigen Verbesserung. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sich überlegt, was kann ich besser machen? Ja, nicht sich selbst bestrafen, indem man sagt, ah, ich kann ja nichts schaffen. Nein. Ich verbessere mich. Ja, ich habe vielleicht Fehler gemacht, aber ich kann mich verbessern. Und ja, ich denke, für jeden ist es ein wichtiges Thema. Ja, also vielleicht denkst du, ja, für mich ist es nicht so wichtig, mich ständig zu verbessern. Ja, aber man kann es ja auch auf eine Art sehen, so dass es für einen selbst Sinn ergibt. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte glücklicher sein. Ja? Wer möchte nicht glücklicher sein? Ja? Du
kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte glücklicher sein in meinem Leben oder ich möchte ruhiger sein in meinem Leben oder ich möchte weniger Stress haben. Ja? Also die Leute, die vielleicht keine Vorsätze machen möchten oder sich keine Ziele setzen möchten, die machen das vielleicht, weil sie mehr Ruhe haben möchten. Die machen das vielleicht, weil ihnen es sehr wichtig ist, nicht streng mit sich selbst zu sein und so weiter. Aber ich denke, das kann man auch sehen als ständige Verbesserung. Ja? Man kann auch jeden Tag überlegen, okay, wie kann ich ein ruhigeres Leben haben? Oder wie kann ich ein glücklicheres Leben haben? Ja? Deshalb denke ich, dass dieses Thema wirklich Relevanz für uns alle hat. Ja? Und manche Leute haben große Ziele, manche Leute haben kleine Ziele. Meiner Meinung nach ist es besser, große Ziele zu haben, weil nur wenn man erreicht immer das, was man sich vornimmt. Ja? Also, beziehungsweise wenn ich groß denke, dann werde ich auch größere Resultate erzielen, als wenn ich klein denke. Ja? Aber wir sind alle verschieden und ich denke, egal ob deine Ziele klein sind oder groß, du wirst sehr viel davon profitieren, wenn du dich jeden Tag fragst. Wenn du dich jeden Tag fragst, habe ich mich heute verbessert? Ja. Und auch, was lief heute gut? Ja. Es ist gut, sich beides zu überlegen. Einmal, was ist mein Ziel, was habe ich erreicht? Und dann sich zu sagen, wofür bin ich dankbar? Ja. Sich zu fragen, wofür bin ich dankbar, um positiv zu denken? Ich hoffe, das war hilfreich. Das sind ein paar lose Gedanken, die ich habe. Ich werde diese Gedanken strukturierter in der Akademie veröffentlichen. Und ich möchte es immer so machen, dass ich einmal ein paar Videos habe, Videos wie diese, wo ich so einfach so überlege, was mir gerade in den Sinn kommt, wo ich wirklich versuche, möglichst authentisch mit dir zu sprechen. Und dann daneben möchte ich die Akademie haben, wo ich wirklich alle Gedanken sehr strukturiert niederschreibe, aufnehme für dich, damit du auch zuhören kannst und gleichzeitig lesen kannst und dann auch direkt, wie man im Englischen sagt, ein Action Plan hast. Ja, dass ich dann sage, okay, Schritt 1 dies, Schritt 2 dies, Schritt 3 dies, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!